gewählt worden sind. Vielleicht noch ein paar Informationen auch zu meiner Person. Auch ich komme ja aus der Kommunalpolitik. Ich war 8 Jahre lang Kreisvorsitzende in meinem Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. Ich war 8 Jahre lang Fraktionsvorsitzende im Kreistag Rendsburg-Eckernförde und ich war 10 Jahre lang Gemeindevertreterin in meinem Heimatort Strandl. Ich bin jetzt seit 2009 MdB und deswegen übersetze ich MdB immer ganz gerne. Ich bin das Mädel von der Basis, weil das hat mich doch sehr geprägt. Und ich sage mal, wer Kommunalpolitik kann, der kann dann auch Bundestag, weil im Grunde, ich sage mal, der Aufbau ist ähnlich. Ich bin seit 2009, wie gesagt, im Bundestag, bin von Anfang an im Gesundheitsausschuss, ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss. Das war auch mein Wunschausschuss, weil ich in meiner kommunalpolitischen Zeit und auch in meiner FDP-Zeit lange Jahre Vorsitzende des Landesfachausschusses Gesundheitspolitik war und auch immer noch bin und mein Gesundheitspolitik auch beruflich ein bisschen als Juristin noch mein Steckenpferd war. Insofern war ich froh, dass ich im Gesundheitsausschuss gelandet bin und seit Mai letzten Jahres bin ich auch pflegepolitische Sprecherin. Nur damit Sie das einordnen können, als pflegepolitische Sprecherin bin ich sehr eng am Bundesministerium für Gesundheit dran. Wir treffen uns mindestens 1 bis 3 Mal in Sitzungswochen im BMG, um dort alle gesundheitspolitischen Aspekte zu besprechen. Da ist dann der Minister Daniel Bahr dabei, da sind die Staatssekretäre dabei, da sind die höheren Mitarbeiter aus dem Ministerium dabei und 4 Abgeordnete, das ist mein Kollege Landvermann von der FDP, das ist von der CDU, von der CSU der Herr Singhammer und von der CDU der Kollege Jens Spahn. Und wir 4 besprechen eben alles, was mit dem Bereich Gesundheit zu tun hat. Und das ist für mich eine ganz spannende Geschichte, weil wir da eben ganz viel auch regeln können und schon implementieren können, was das BMG dann vielleicht auch umsetzt. Ich glaube, wir sind eines der fleißigen Ministerien. Wir haben sehr viele Gesetze auf den Weg gebracht. Aber ich bin ja heute eingeladen worden, um Ihnen ein bisschen was mitzugeben, auch vielleicht, was Sie für die Kommunalwahl gebrauchen können. Und deswegen möchte ich mich auf 2 Themen spezialisieren. Das eine ist das Versorgungsstrukturgesetz, was wir verabschiedet haben, was zum Ziel haben soll, dass die Versorgung im ländlichen Raum mit Ärzten verbessert wird. Es war ja früher so, als Frau Schmidt 10 Jahre lang Gesundheitsministerin war, sagte sie immer, wir haben gar keinen Ärztemangel. Wer aber auf dem Land lebt und mitbekommt, dass die Ärzte älter werden und keine Nachfolger finden, der bemerkt, dass das nicht stimmt. Und Frau Schmidt hatte auch immer gesagt, man muss die nur überall hinschicken und dann klappt das schon. Wir haben gesagt, der Arzt ist ein Freiberufler und der muss seine Praxis selbst finanzieren, der muss seine Helferin selbst finanzieren, der hat ein finanzielles, ein unternehmerisches Risiko, den können wir nicht einfach irgendwo hinschicken, sondern der überlegt sich selbst, wo er sich niederlässt. Wie gesagt, wir haben das Versorgungsstrukturgesetz gemacht, haben mit vielen Einzelmaßnahmen versuchen wir jetzt, dass die Ärzte besser auf das Land gehen. Kleine Beispiele zum Beispiel, dass wir sagen, Sie wissen ja, dass Ärzte, wenn sie sehr viele Patienten haben, eine Abstaffelung erfahren. Also bekommen sie nicht jede Leistung bezahlt. Und da sagen wir für junge Ärzte, die sich jetzt dafür entscheiden, aufs Land zu gehen, sich dort niederzulassen, die bekommen alles, was sie erarbeiten, auch bezahlt. Also das ist keine Abstaffelung der Punktwerte, sie kriegen alles bezahlt. Aber finanzielle, das haben wir auch schnell mitbekommen, ist nicht nur das Einzige, was einen jungen Arzt davon abhält, aufs Land zu gehen, sondern da sind wir wieder beim Thema Weiblichkeit. Die Medizin wird immer weiblicher, immer mehr Frauen studieren Medizin. Es sind mittlerweile schon über 50%, es werden immer mehr. Und Frauen entscheiden sich oftmals danach, wo gibt es Kindergärten, wo gibt es Schulen, wo gibt es Arbeit für meinen Mann. Und das ist oftmals nicht in den kleinen Orten vor Ort. Und bisher war es so, dass man als niedergelassener Arzt dort wohnen musste, wo man sich niederlässt, in einem Umkreis von 20 Kilometern. Und da haben wir gesagt, also eine kleine Maßnahme, die nichts kostet, die aber sehr viel Wirkung macht, ist diese Aufgabe der Residenzpflicht. Das haben wir jetzt ins Gesetz reingeschrieben. Das heißt, der Arzt kann auch in der Kreisstadt wohnen. Er muss natürlich sicherstellen, dass die Notdienste untereinander geregelt sind, aber er muss eben nicht in der näheren Umgebung wohnen. Das ist der ein Punkt davon. Das nächste ist, dass auch Zweitpraxen eröffnet werden können. Das heißt, ein Arzt kann sagen, ich bin in der Kreisstadt, mache aber dienstags und donnerstags nachmittags Sprechstunde woanders und vielleicht mit einem anderen Arzt sich noch abwechseln. Das ist auch eine Maßnahme, wo man sagt, also für eine kleine Kommune ist es besser, ich habe an 2 Nachmittagen oder einem Vormittag, einem Nachmittag einen Arzt vor Ort oder ich habe gar keinen. Das alles sind kleine Maßnahmen, wo wir gesagt haben, das wird helfen. Zum Beispiel auch Vertretungsregelungen für Frauen, die gerade Kinder bekommen haben. Das haben wir alles flexibler gestaltet. Und was für die Ärzte auch ganz wichtig ist, dass wir die Honorierung,
die zentral immer aus Berlin gemacht wurde, für alle gleich an den Kreisgrenzen sich ausgerichtet hat, dass wir das Ganze flexibilisiert haben und wieder vor Ort den kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit gegeben haben, das besser zu verteilen, also nach Morbidität, nach der Frage nicht, wie viele Einwohner sind da, sondern wie krank sind die Einwohner. Ich muss natürlich da, wo viele kranke Menschen sind, mehr Ärzte hinbringen als in andere Gegenden. Wie gesagt, das alles ist ein Maßnahmenpaket und ich war gerade zufälligerweise gestern bei der Kassenärztlichen Vereinigung bei Frau Dr. Schliffke und die sagte also gerade die bestimmten Maßnahmen mit der Aufhebung der Residenzpflicht, mit den Zweitpraxen, das läuft richtig gut und wird dafür sorgen, dass also viele jüngere Ärzte, das dauert natürlich ein bisschen, aber dass sie sich doch jetzt mehr aufs Land orientieren. Flankierend dazu haben wir dann auch die Ausbildung etwas verändert bei den Medizinern, dass wir also mehr, wir wollen ja mehr Allgemeinmediziner haben, denn ein Allgemeinmediziner gehört aufs Land. Ich sage mal, das mit den Fachärzten, die können auch sich in die Kreisebene dort niederlassen, aber eben der Hausarzt, der fehlt eben vor Ort. Und unsere Bevölkerung wird ja auch immer älter, insofern ist das ganz wichtig. Und wie gesagt, sie hat mir bestätigt schon, dass das schon Früchte trägt. Und ich denke auch, das ist vor Ort ganz wichtig, dass wir da die Belange der Menschen auch ernst nehmen und mit einer Vielzahl von Maßnahmen dafür sorgen, dass die Versorgung im ländlichen Raum eben verbessert wird. Aber es gibt auch gute Beispiele, wo zum Beispiel die Kommunen damit machen und sagen, wenn es also jetzt überhaupt keinen Arzt gibt, dass man ein leerstehendes Gebäude zum Beispiel, habe ich schon einige Städten besucht, wo die Gemeindevertretung gesagt hat, wir sind drei kleine Gemeinden und wir haben keinen Arzt mehr, der Doc ist schon 75 und kann nicht mehr. Die haben sich mit drei Gemeinden zusammengetan, haben da eine Praxis hingestellt und haben einen oder beziehungsweise zwei junge Ärzte dahin geholt. Und die Immobilie, die sie da umgebaut hatten, dadurch, dass zwei Ärzte da waren, hat sich sofort der Apotheker da angesiedelt. Und damit war die Versorgung wieder sichergestellt. Und das, was die drei Gemeinden zusammengelegt haben, investiert haben an Mitteln, wurde dadurch wieder reingeholt, dass die Immobilie, die umgebaut wurde, eben an den Apotheker vermietet wurde. Und das ist ja auch nur als Anschubfinanzierung gedacht. Wenn dann die Praxen laufen, dann wird ja auch Miete gezahlt. Also das sind so Beispiele, dass auch mit unserem Gesetz, das flexible Möglichkeiten bietet, die Versorgung vor Ort sichergestellt werden kann. Das war zum Thema ländlicher Raum, ärztliche Versorgung. Wie gesagt, wir können nachher noch näher darüber diskutieren. Das waren jetzt nur einige wenige Beispiele. Das zweite ist das Pflegeneuausrichtungsgesetz, was wir jetzt gerade erst verabschiedet haben und was zum 01.01.2013 in Kraft tritt. Das hatte das Ziel, dass wir den ambulanten Sektor stärken wollen. Warum den ambulanten Sektor und nicht den stationären? Das liegt daran, dass die Menschen gerne so lange wie möglich bei sich zu Hause in den eigenen vier Wänden, auch wenn sie pflegebedürftig sind, versorgt werden wollen. Das heißt, viele haben Angst davor, ins Heim zu kommen. Sie möchten gerne in ihren vier Wänden bleiben und von ihnen bekannten Persönlichkeiten, also von der Familie oder von Nachbarn oder von Freunden, versorgt werden. Und Sie wissen vielleicht, als damals die soziale Pflegeversicherung installiert wurde, hatte man die Demenz vergessen. Weil es war so, dass nur dann die Pflegebedürftigkeit, also Sachleistungen oder Pflegegeld gezahlt wird, wenn sie körperliche Probleme haben. Also wenn sie nicht mehr in der Lage sind, sich ihre Stützstrümpfe anzuziehen oder nicht mehr die Zähne putzen, kämmen, diese Sachen. Aber man hatte vergessen, dass es auch geistige Erkrankungen gibt, also die Demenz, wo sie vielleicht noch körperlich dazu in der Lage sind, alles zu machen, aber eben eine ganzheitliche Betreuung benötigen. Und da haben wir jetzt erstmals dafür gesorgt, dass eben auch Demenz als pflegebedürftig anerkannt wird. Das heißt, wir haben in den Pflegestufen 0, 1 und 2 ganz konkrete Leistungen für Demenzerkrankte installiert. Die bekommen also Pflegegeld und also auch Leistungen aus der Pflegeversicherung. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hilft ganz konkret den Menschen vor Ort jetzt ab 1. Januar. Die Zahlen muss ich Ihnen nicht nennen, das kann ich Ihnen später noch, wenn Bedarf besteht, sagen. Wichtig ist auch, dass wir eben die häusliche Betreuung als Pflegeleistung angeboten haben, was ich eben schon sagte. Viele brauchen ganz einfach mal 2 Stunden, wo der Pflegebedürftige, der an Demenz erkrankt ist, betreut wird. In der Zeit, wo man mal einkaufen gehen möchte oder einen Behördengang machen möchte. Und auch das ist jetzt möglich, das war vorher eben nicht. Da konnten sie nur Leistungskontingente abrufen aus der Versicherung, eben waschen, kämmen, Stützstrümpfe anziehen. Wir haben auch pflegende Angehörige unterstützen wir, indem wir sie auch zwischendurch mal zur Kur schicken. Denn man muss immer sagen, das, was pflegende Angehörige leisten, ist für die Gesellschaft unheimlich wichtig. Und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
Und insofern muss auch die Gesellschaft das anerkennen, denn es ist Aufgabe der Familie, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen aber unsere Pflege in Zukunft danach ausrichten, dass eben die Familienstrukturen, wie wir sie gekannt haben früher, nicht mehr bestehen. Also wir haben nicht mehr die Familienstrukturen, wir haben viele Single-Haushalte. Und auch dafür muss unser Gesetz Antworten bieten. Wir wollen ja nicht ein Gesetz nur machen für die nächsten 3-4 Jahre, sondern das sollte ja eigentlich auch für die Zukunft gedacht sein. Und da haben wir zum Beispiel die Erprobung neuer Wohnformen, beziehungsweise Förderung auch von ambulanten Wohngruppen. Da haben wir auch Leistungen installiert und auch da kommen wieder die Kommunen ins Spiel. Man kann sich zum Beispiel mit mehreren Pflegebedürftigen zu einer Wohngemeinschaft zusammenschließen. Ich habe schon mit Daniel Bahr einige besucht. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Das wird jetzt ganz speziell durch die Pflegeversicherung auch gefördert. Wenn Sie sich zum Beispiel mit 4 Leuten zusammentun, dann bekommen Sie eine extra Pflegekraft finanziert, die sich darum kümmert, um die administrativen Dinge in der Pflegegruppe. Sie bekommen zusätzliche Gelder, um zum Beispiel diese Wohngemeinschaft pflegegerecht zu machen, also um die Türen zu verbreitern, rollstuhlgerecht zu machen und solche Dinge. Wir haben auch sehr viel mit der Wohnungswirtschaft schon Termine gehabt und ich kann Ihnen sagen, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren, aber es muss auch sehr viel passieren. Weil wir werden immer älter und ich sage Ihnen, seitdem ich mit dem Thema beschäftigt bin, ich bin jetzt 53, mein Mann ist 61, man beschäftigt sich ganz einfach mehr damit und deswegen rede ich auch gern darüber und sage, das muss man rechtzeitig machen. Nicht jetzt, wenn man noch Juli ist, aber ich sage mal, rechtzeitig darum kümmern, dass man sagt, ist das eigene Haus überhaupt altersgerecht ausgestattet? Was mache ich eigentlich? Und ich habe letztes Jahr an die Ortsvorsitzenden nochmal so ein Papier verteilt und habe auch darum geworben, dass ich gerne in ihre Ortsverbände reinkomme, weil es gab jetzt mal eine Umfrage in Schleswig-Holstein, wovor die Menschen am meisten Angst haben, also im persönlichen Bereich. Und das war nicht Krankheit an erster Stelle, sondern war an erster Stelle, dass man pflegebedürftig wird und in ein Heim kommt. Also die Angst, in ein Heim zu kommen, ist für viele ganz groß. Und da haben wir eben diese Beispiele durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz, wo wir eben Alternativen anbieten, wo sich auch ganz neue Wohnformen, wie wir sie vielleicht noch gar nicht kennen, die eben finanziell gefördert werden. Und zum Beispiel, Herr Schulze-Köln, weil Sie vorhin sagten, nur einmalig, das sind natürlich dann dauerhafte Bezuschussungen, weil das eben auf den einzelnen Pflegebedürftigen geht. Und der Zusammenschluss wird eben nochmal extra einmalig für die Maßnahme dann bezahlt. Aber dafür hat man ja dann eben eine WG. Und die WG, die ich da schon gesehen habe, das ist also wirklich ganz toll. Da habe ich gesagt, Mensch, das wäre früher später auch mal was für mich. Da sind eben auch ganz unterschiedliche Pflegestufen zusammen. Da sind Demenzkranke dabei. Da sind Menschen mit Pflegestufe 0, die also eigentlich noch ganz gut davor sind. Und mit Pflegestufe 3, wo man normalerweise sagen würde, die müssten eigentlich längst ins Heim, weil sie so stark pflegebedürftig sind. Wenn sie aber in einer Gemeinschaft sind, mit mehreren unterschiedlichen Pflegestufen und zusätzlich die Möglichkeit haben, ambulante Pflegedienste in Anspruch zu nehmen, dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, um möglichst lange eben in den eigenen 4 Wänden zu sein. Und ich bin auch sehr viel in den Kommunen unterwegs und mit den Bürgermeistern im Gespräch. Und auch da gibt es tolle Beispiele, wo eben Leerstände zum Beispiel, dass man sagt, wir machen das möglich durch den B-Plan, dass da eben etwas entsteht, dass da für ältere Menschen Anlagen entstehen, die da natürlich dort wahrgenommen werden. Das muss gar nicht viel kosten, aber dass wir uns eben darauf einstellen, dass wir nicht nur das Pflegeheim haben, sondern so lange wie möglich auch ambulant die Pflege in Anspruch nehmen können. Das ist nicht nur ein Problem der älteren Menschen, wir alle werden älter, sondern wir haben auch festgestellt, die Frauen bekommen später ihre Kinder. Ich war 30, als meine Tochter zur Welt kam, aber viele kriegen ihre Kinder erst, wenn sie 40 sind. Und dann haben sie ein Problem. Ich sage mal, wenn sie 45 sind, sind ihre Kinder noch klein, aber ihre Eltern sind möglicherweise auch schon pflegebedürftig. Und auch da müssen sich die Kommunen drauf einstellen, dass ich nicht nur sage, ich muss Kindergärten und Schulen vorhalten, sondern ich muss auch in der Umgebung der jungen Familien altersgerechte Wohnen vorhalten, dass ich eben auch meine Eltern, die möglicherweise pflegebedürftig sind, irgendwo um die Ecke in einer tollen ambulanten Einrichtung habe, wo ich sie immer besuchen kann und wo ich weiß, die sind gut versorgt. Also das sind Probleme, die auf uns zukommen und es wurde vorhin so gesagt, alles schön darstellen, aber ich muss Ihnen sagen, dass wir die erste Regierung sind, die das Problem auch angegangen sind. Und was wir von der Opposition hören, ist immer, es ist zu wenig. Und da sage ich ja,
Also damit kann ich leben, aber dann erwidere ich immer, in den letzten 10 Jahren ist auf dem Gebiet nichts passiert. Ich kann immer mehr machen. Es ist vielleicht auch wünschenswert, mehr zu machen, aber das muss dann eben auch finanziert werden. Das, was wir in das Gesetz reingeschrieben haben, ist alles durchfinanziert. Und ich denke mal, wenn wir das mehr in die Öffentlichkeit tragen, zu den älteren Menschen, zu den Menschen im mittleren Alter, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und dass Politik das eben auch speziell durch Hilfen flankiert, dann müssen die Menschen nicht mehr so viel Angst vorm Alter haben und setzen sich vielleicht auch frühzeitig damit auseinander. Und Kommunen müssen sich eben überlegen, wie gesagt, wir müssen uns um alle Belange kümmern. Und Sie sagten vorhin Mehrgenerationenhaus, das ist eine Seite. Es können sich ganz neue Wohnformen herausbilden. Und das ist das, was wir in der Bundesregierung gerne machen wollten. Das haben wir jetzt umgesetzt. Und ich denke, wir schauen mal, was ab 1. Januar passiert. Ich denke, wir müssen einfach nur diese positiven Dinge weitertragen. Wie gesagt, ich habe Sie angeschrieben, ich habe gute Erfahrungen gemacht, gemeinsam mit den Seniorenverbänden, die nämlich gar keine großen Informationen darüber haben, Veranstaltungen zu machen, um ihnen ganz deutlich mal zu zeigen, diese Möglichkeiten habt ihr, diese Rechte habt ihr. Da ist noch ganz, ganz viel dabei. Also wenn sie pflegebedürftig sind, dass sie Anspruch haben auf Beratung, was es eben für Möglichkeiten gibt und solche Dinge. Ich denke, da können wir bei der Kommunalwahl als Liberale A zeigen, dass wir in Berlin gute Gesetze machen und B, dass uns auch die Menschen vor Ort am Herzen liegen. Denn wie gesagt, Alter, Gesundheit ist ein Thema, was uns alle betrifft. Wenn wir jung sind, haben wir vielleicht Eltern, Großeltern. Wenn wir älter sind, betrifft es uns selbst irgendwann. Und ich denke, es tut der FDP auch ganz gut, bei den sozialen Themen Stellung zu nehmen und da zu zeigen, dass nicht nur die Sozialdemokraten und die Grünen da was machen können. Die kündigen nur an, aber wir setzen es um und ich denke, wir haben da eine gute Sache durchgesetzt. Ich danke Ihnen zunächst mal und freue mich auf eine angeregte Diskussion. Danke sehr. Applaus